Achterbahnen und Schiffsschaukeln sind genau dein Ding, aber der nächste Freizeitpark ist weit weg, dann begleite mich auf meiner Tour durch Belantis. Dank meiner 360-Grad-Kamera kannst du dich jederzeit umblicken und den Park hautnah miterleben. Belantis ist der größte Freizeitpark im Osten Deutschlands. Er befindet sich bei Leipzig mitten in einer Seenlandschaft. Hier gibt es 60 Attraktionen, die sind auf verschiedene Themenwelten verteilt. Da wäre zum Beispiel das Indianerdorf, oder das Tal der Pharaonen. Neben Fahrgeschäften gibt es auch Shows und Animationen. Dafür sorgen 10 Darsteller. Mit 2 von ihnen habe ich jetzt ein Date. Ja, herzlich willkommen hier im Abenteuerreich Belantis. Das ist Maulwurf Buddel. Hallo Buddel. Und ich bin der Pharao vom Fluch des Pharao aus dem Tal der Pharaonen. Warum gibt es denn hier ein Maskottchen, was ein Maulwurf ist? Ja, man muss sich das so vorstellen, das war früher hier noch kein Abenteuerreich, sondern ein Braunkohletagewerk. Und Buddel ist da angekommen und die Backe haben ihn verscheucht. Und dann ist Buddel auf eine große Weltreise gegangen und hat viel entdeckt und ist dann hier wieder angekommen und hat dann eine Themenwelt nach dem anderen aufgebaut. Jetzt insgesamt 8. Wow, und was sind so deine Aufgaben, außer ihn zu übersetzen? Weil er kann ja nicht sprechen. Aber du siehst, er kann immer lächeln. Ja. Das müssen wir noch selber machen. Wir Entertainer sind verantwortlich für die Shows. Wir bilden Piraten aus, wir machen aus den kleinen Ritter und natürlich auch Indianer. Und was kannst du mir jetzt als Attraktion hier empfehlen, was ich unbedingt machen sollte? Dann schauen wir mal darüber ins Reich der Sonnentempel. Da steht die Hurakan. Das ist wohl unsere spektakulärste Achterbahn von insgesamt 4 hier im Park. Die kann ich dir empfehlen. Ah, dann sollte ich das auf jeden Fall mal ausprobieren. Vielen Dank. Ich bin dabei. Na dann, auf geht's. Wenn du durch die VR-Brille schaust, setz dich lieber hin, sonst wird dir vielleicht schlecht. Die Achterbahn erreicht 85 Stundenkilometer. Etwas ruhiger ist dieses Fahrgeschäft hier, Captain Blacks Piratentaufe. Aber die kurzen freien Fälle haben es echt in sich. Belantis ist vor allem ein Familienpark. Besonders schön finde ich, dass man hier überall von Wasser umgeben ist. So, zum Schluss noch eine kleine Stärkung. Das hier ist übrigens der alte Marktplatz. Der ist nach dem Vorbild von Quedlinburg im Harz gestaltet. Wie man sieht, gibt es hier jede Menge zu essen. Also, guten Appetit und bis zum nächsten Mal.